Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag, Shoah Gedenken auf TikTok, wie es geht und warum es gehen muss. Wir wollen diese Aussage, die in diesem Titel steckt, durchaus mit euch auch noch diskutieren, genau nach unserem Vortrag. Aber erstmal wollen wir uns noch kurz vorstellen. Hi, ich bin Iris Goschek. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen. Und dazu gehört unter anderem die KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Und zu meinem Job gehört auch Social Media. Ja, mein Name ist Henning Flaskamp, ich bin Kommunikationsberater und Geschäftsführer der Agentur W21K. Wir sind auf Kommunikationsberatung, Kampagnen und Social Media für Non-Profits spezialisiert, haben einen Schwerpunkt auch im Bereich politischer Bildung. Und ja, was wir heute mit euch besprechen wollen oder euch vorstellen wollen, war eben die Idee, wie können Gedenkstätten, Shoah-Gedenken oder NS-Gedenken allgemeiner auf TikTok stattfinden lassen. Und wir wollen über den Ursprung dieser Idee erstmal kurz sprechen, dann sprechen, wie hat sich dieser Weg dorthin gestaltet, dass es am Ende dann tatsächlich Accounts gab von Gedenkstätten oder auch immer noch gibt, die Content produziert haben. Iris wird dann auch nochmal darüber sprechen, welche Reaktion das ausgelöst hat. Und am Ende, wir gucken, dass wir uns sputen und zügig durchkommen mit unserem Vortrag, damit wir dann auch wirklich noch diskutieren können. Also falls euch zwischendurch Fragen schon einfallen, dann merkt euch die gerne für die letzten 10 Minuten. Ja, kommen wir zur Genesis des Ganzen. Also wir fangen vorne an. Genau, aufmerksam geworden sind wir als Gedenkstätte auf TikTok durch die auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Twitter, diskutierte POY-Challenge. Magst du mal die Linke abspielen? Ja. Auf der POY-Challenge haben junge Menschen durch Reenactment die Shoah thematisiert und das hat eine Debatte ausgelöst über Formen der Erinnerung und wie oder welche Form von Erinnerung eigentlich angemessen sind. Genau, und das wurde aber nicht auf TikTok diskutiert, sondern vor allem auf Twitter und deswegen sind wir aufmerksam geworden. Und wir haben uns da gefragt, ist TikTok eine Plattform, die sich selber als Ort der positiven Unterhaltung sieht, überhaupt ein geeigneter und angemessener Ort für Erinnerung und Lernen über die NS-Zeit? Inzwischen ist die Plattform, hat sich ja ein bisschen sehr gewandelt und ist zu einem allgemeinen wichtigen Informations- und Kommunikationsmedium, nicht nur für die Generation Z geworden. Und zum Thema Holocaust gibt es inzwischen auch andere Inhalte und zum Beispiel auch Accounts von KZ-Überlebenden wie Lilly Ebert. Were you afraid of death in Auschwitz? In Auschwitz, you were not afraid of death. You were afraid to live. Genau. Ja, und daran anknüpfend hat sich ein Kreis von Leuten, die ich jetzt kurz mal erwähnen möchte, also ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, wie dieses Projekt genau in allen Einzelheiten zustande gekommen ist, aber würde kurz die wichtigsten Protagonistinnen mal kurz erwähnen. Tom Divon und Tobias Ebrecht-Hartmann forschen an der Hebrew University of Jerusalem zu digitaler, visueller Geschichte und haben da auch einen Schwerpunkt auf TikTok und die hatten eben auch diese POV-Challenge mitbekommen und hatten sich überlegt, wie können wir denn eventuell halt auch ein Holocaust-Gedenken von Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, hinbekommen. Und es gab dann einen Kontakt zu einer Jerusalemer Agentur, Partners, Partners and Company, der kannte jemand wieder jemanden von TikTok und dann kam es im Grunde genommen dazu der Idee, wir machen eine Seminarreihe, die halt auch von TikTok unterstützt wurde, auch finanziell und fachlich und gehen dieses Projekt mal gemeinsam an. Wir sind reingekommen als Agentur, weil wir auch die Haus- und Hofagentur des American Jewish Committee Berlin sind und die wurden eben auch mit reingenommen, damit es nochmal auch eine Perspektive einer jüdischen Zivilgesellschaft in diesem ganzen Unterfangen gibt und Felix S. Schulz ist ein TikTok-Creator, den wir noch dazu geholt haben, weil wir auch jemanden dabei haben wollten, der eben auch Erfahrung als Creator hat und nochmal in diesen Workshops, die wir gemacht haben, so eine ganz praktische Hands-on-Perspektive reinbringen konnte. Genau,
Iris hat es gerade schon angesprochen, eine wichtige Prämisse war für uns aber am Anfang, wie beantworten wir die Frage, ob es Sinn macht, Shoah-Gedenken auf einer reinen Spaßplattform stattfinden zu lassen. Und die Antwort darauf wäre Nein gewesen, aber wir haben halt als allererstes mal auch gegenüber den Teilnehmenden mit diesem Vorurteil aufgeräumt, dass TikTok eine reine Spaßplattform ist. Also das hat da natürlich seinen Platz, das mag vielleicht auch den größten Teil ausmachen, aber es ist eben bei Weitem nicht nur das. Auf TikTok findet Informationsvermittlung statt, auch Wissensvermittlung und auch Orientierung. Also es ist ein Ort politischer Meinungsbildung und nicht einfach nur eine reine Spaßplattform. Natürlich werden teilweise auch ernste Themen auf eine humorvolle Art und Weise behandelt. Und da habe ich jetzt nochmal ein aktuelles Beispiel im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, das ich euch gern zeigen möchte. Also ich denke, auch hier kann man sagen, es ist ein sehr ernstes Thema, das aber von dieser jungen Ukrainerin, die mittlerweile auch, vielleicht war da die Musik so ein bisschen Fingerzeig, in Italien angekommen ist, also die mittlerweile aus der Ukraine geflüchtet ist. Und man kann über dieses Video sicherlich sagen, dass dem die journalistische Distanz fehlt. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, das ist Informations- und Wissensvermittlung, das ist keine ZDF-Doku, wo man jetzt irgendwie noch ganz viele Fakten drumherum bekommt. Man weiß jetzt nicht mal unbedingt, welcher Ort das war, auf den sie sich da bezieht. Aber es ist ein Impuls. Also es wird erstmal ein Bewusstsein für eine Problemlage geschaffen. Und ich denke, wenn so ein Boomer-Paar abends sich eine ZDF-Doku anguckt und das 60 Minuten getan hat, so vom Gefühl her bleibt was Ähnliches hängen, als wenn man sich jetzt diesen nicht mal einminütigen Clip angeguckt hat. Also ein Verständnis dafür, wie die Situation der Menschen ist, bekommt man auch auf diese Art und Weise. Und was ganz wichtig war für uns, auch nochmal von vornherein klarzumachen, dass wenn wir über Sichtbarkeit auf der Plattform reden, dann ist das ein bisschen anders als auf anderen Plattformen, weil es keine Differenz zwischen den SenderInnen der Inhalte gibt und dem Inhalt selbst. Also die Creator sind auch der Inhalt. Das ist also ein ganz wichtiges Spezifikum für diese Plattform. Und insofern ist auch das Schaffen von Awareness für bestimmte Themen, zum Beispiel für Diskriminierung, Erfahrung, etwas, was oft eben in dieser POV, in diesem POV-Format, also Point of View, läuft. Ne? Und ich würde sagen, dass sich in die Situation eines anderen Menschen hineinversetzen, ist ja schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt für Empathie. Und das findet da durchaus auch statt. Und man kann halt eben, wenn man auf TikTok unterwegs ist, durchaus Lebensrealitäten von Menschen, die auch mit Diskriminierung konfrontiert sind, ganz viel erfahren. Ob das jetzt aus der LGBTIQ-Community ist oder Menschen mit Mental Health Problem, genau, das findet da alles statt. Und was auf der Plattform auch sicherlich ganz wichtig ist, ist ein Generationenkonflikt. Ne? Also das Okay-Boomer-Meme hat natürlich auf TikTok auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Da haben sich die Userinnen auch so ein bisschen gegen diesen Vorwurf gewehrt, halt eine oberflächliche, desinteressierte Generation zu sein, die immer nur am Handy hängt. Und ich denke mal, wenn man sich da anguckt, was für Content auch existiert, dann weiß man, dass das auch so nicht hinkommt. Also dass durchaus, ne, wenn man da am Handy hängt und TikTok suchtelt, dass da durchaus auch vieles dabei ist, was eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und ja, aus dieser Überlegung heraus, dass dieses POV durchaus etwas ist, wo man halt Empathie für ein Thema mit erzeugen kann, könnte man gewissermaßen auch sagen, dass es schon fast naheliegend war, dass es auch dann ein POV-Format mal gegeben hat, das sich mit dem Thema Holocaust beschäftigt hat. Noch ganz kurz einen Satz, bevor Iris dann nochmal weitermacht. Natürlich, also der letzte Bullet Point, Propaganda. Ich habe jetzt ein recht positives Bild von der Plattform gezeichnet, das ist natürlich nicht ungebrochen. Ne? Also auch auf TikTok gibt es Hate Speech und auch auf TikTok gibt es ganz hässlichen Content und auch da nutzen Rechte Rechtsextreme diese Plattform für ihre Propaganda. Aber ich glaube, diese Sichtbarkeit, die gerade marginalisierte Menschen sich auf dieser Plattform schaffen können, das wäre auf Facebook undenkbar. Ne? Also gewisse Dinge, die da gezeigt werden und auch dieses sich selbst zeigen, würde auf Facebook und anderen Plattformen nochmal ganz andere Kommentarspalten nach sich ziehen. Genau, und das Beispiel Hashtag Ukraine mit Millionen von Videos auf TikTok zeigt, dass eben TikTok ein wichtiges politisches Medium geworden ist, eben zwischen Propaganda und multiperspektivischer Berichterstattung. Und da natürlich etwas herauszufinden, was einen selber anspricht und mit dem man arbeiten kann, ist natürlich nicht so einfach. Allerdings hat
mit dieser weiten Verbreitung eben auch eine hohe und schnelle Verbreitung von demokratiefeindlichen Stimmen oder eben Fake News oder alternativen Fakten wird dadurch natürlich auch gefördert. Und genau da setzen wir eben als Gedenkstätte an und sagen, doch, das ist ein Ort, wo wir präsent sein wollen, weil wir eben nicht TikTok und damit eine Kommunikation mit jungen Menschen eben diesen anderen Accounts überlassen wollen. Genau, machst du noch mal den nächsten. Und genau da setzen wir halt an. Und wir als Gedenkstätte wollen auf TikTok als glaubwürdige, ehrliche und auch interessante Stimme sichtbar sein mit unseren Geschichten und eben auch unsere Geschichten erzählen. Und die eben auch die Themen der jungen Generation sind. Du erwähntest eben schon die LGBTQ-Community. Wir haben eben ein Video zum Beispiel von einem queeren KZ-Opfer erzählt. Und auf die Art und Weise kommen wir halt in den Dialog mit dieser jungen Generation auf Augenhöhe, ohne pädagogisierend oder belehrend wollen zu sein. Ja, kommen wir zu den Herausforderungen. Also als wir jetzt dieses Projekt gestartet haben und im Grunde genommen, also das war jetzt alles so ein bisschen die Grundvoraussetzung, die wir vorgefunden haben und die wir vermitteln wollten. Und ein Punkt, der nochmal an das, was Iris gerade gesagt hat, anschließend. Diese Wissensvermittlung hat ja vorher größtenteils als so ein Peer-to-Peer-Microlearning-Konzept stattgefunden. Also junge Creator haben einfach Wissen, das sie irgendwo erworben haben, weitergegeben, oft in so einem Snackable-Format. Ne? Und das hat sich dann ja jetzt in den letzten Jahren auch stark institutionalisiert. Also wir haben jetzt Quarks und Funk und all diese Angebote eben auch auf TikTok mittlerweile. Und das war durchaus auch nochmal so ein Punkt zu sagen, da können halt eben auch Institutionen im Bereich des Gedenkens das auch tun eben. Genau, also zu den Herausforderungen. Wir hatten es jetzt in dem in der Seminarreihe, also Iris ist der Sache ja schon sehr aufgeschlossen von vornherein gewesen, aber auch bei den anderen Teilnehmenden waren jetzt auch Leute dabei, die gesagt haben, uns interessiert das, ne? Also wir sehen die Potenziale dieser Plattform, aber wir kennen diese Plattform halt noch überhaupt nicht, ne? Also auch jetzt nicht als passive NutzerInnen. Und was wir da als erstes mal vermitteln wollten, war, dass diese Plattform schon eine sehr, sehr eigene Sprache hat und nach einer sehr eigenen Logik folgt. Also TikTok ist eine riesengroße Meme-Fabrik und Memes sind auf TikTok einfach, würde ich behaupten, deutlich komplizierter, weil sie halt nicht nur diese visuelle Ebene und die Textebene haben, sondern ne, also mit Musik und eventuell Tanz, Gesichtsausdruck und so weiter, da kommt sehr, sehr viel dazu, dann eben auch noch Filter. Ich habe hier nochmal so ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist jetzt hier nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Also geht es um so Auseinandersetzung mit homophoben Sprüchen. Dude, what is he saying? Oh no. Ja, also hier haben wir halt einfach ein Soundbit, das halt in Kombination mit Filtern zu einem Meme verarbeitet wurde. Und wenn man das jetzt halt, ne, das kennt man nicht von Twitter und Instagram auf diese Art und Weise. Das heißt, das war schon mal wichtig, sich damit auch vertraut zu machen, was es da so gibt. Und wir wollten halt eben zeigen, welche Funktionalitäten gibt es. Das ist so das eine. Und dann aber auch zu sagen, es gibt halt immer auch Trends, ne? Und man muss dann halt gucken, das ist so ein bisschen wie Surfen, also muss halt schauen, welche Welle läuft gerade, habe ich jetzt noch so den Moment, um da aufzuspringen oder ist die vielleicht auch schon vorbei? Und genau, dass ich halt auch weiß, was ist ein Stitch, was sind Duette und so weiter und so fort, dass ich da einmal so einen Überblick habe, um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können, was davon mache ich, weil alles zu machen ist sicherlich auch nicht der Weg. Genau, also, was möglich ist. Total. Es ist ja wichtig, die Sprache der Plattform zu kennen, aber gerade in unserem Fall ist es so, die zwar zu kennen, aber sie eben nur gezielt einzusetzen, denn nicht alles TikTok-typische passt zu uns und ist demnach auch nicht empfehlenswert, beziehungsweise wir müssen gucken, wo wir adaptieren können. Und Aufmerksamkeit um jeden Preis ist ja nicht unser Ziel. Also es ist nicht unser Ziel, möglichst viele Follower zu kriegen, sondern tatsächlich ja History-Content zu machen. Und genau, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, entschuldige. Nee, ich bin, genau, wir wollten vielleicht nochmal kurz auch diesen Punkt stark machen. Also wir haben uns ja schon auch orientiert an den Accounts von Überlebenden, die auch Shoah-Gedenken auf der Plattform schon gemacht haben. Also wir haben auch mit Guido und Liv, der einen sehr spannenden Account, den wir auch sehr empfehlen können, gesprochen in der Vorbereitung des Ganzen. Und natürlich ist es auch so, dass die ein bisschen mehr machen können. Ne? Also da jetzt vielleicht mal hier ein Beispiel noch von Lili Ebert, das ich mal kurz zeigen möchte. Hallo TikTok!
Also das ist jetzt natürlich so eine Lockerheit, die kann Lili Ebert halt eben machen. Und da wird auch niemand sagen, also das ist jetzt aber unangemessen, dass du so, das, ne, also ja, da geht's jetzt auch gar nicht so knallhart um Shoah-Gedenken. Aber die kann natürlich deutlich lockerer mit manchen Sachen umgehen, als das jetzt vielleicht die Gedenkstätten und Museen, die an der Seminarreihe teilgenommen haben, machen können. Genau, aber Stichwort Personalisierung ist sowieso ein ganz wichtiges Stichwort, denn das ist für uns eine gute Strategie, wie wir auf TikTok sein können, um eben auf dieser Peer-to-Peer-Ebene mit den anderen Leuten zu sprechen und eben nicht auf Lehrer-Schüler-Ebene aufzutreten. Und deswegen haben wir eben unsere jungen Freiwilligen gebeten, Creator bei uns auf der Webseite zu sein, damit nicht ich als alte Frau da irgendwie erscheine und sage, hey, total cool, sondern dass es die jungen Leute sind, die von ihrem Leben in der Gedenkstätte berichten und von ihren Fragen, die sie haben, und die eben mitteilen. Das war sozusagen unsere Strategie, dass wir die Personalisierung, die eben wichtig ist, auf TikTok genommen haben und da unseren eigenen Content rausgezogen haben. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz, ganz rechts, das ist jetzt nur ein Screenshot, ich zeige jetzt nicht das ganze Ding, weil da auch tatsächlich, ja, es ist halt eine Schweigeminute, insofern kann ich das auch einfach nur kurz sagen. Aber an Yom HaShoah, dem israelischen Holocaust-Gedenktag, haben wir eben, als die Sirenen in Israel geläutet haben, zum Gedenken an die Opfer des Holocaust, Leute halt diese Schweigeminute auch auf TikTok gemacht und da haben wir dann quasi so eine Duett-Challenge draus gemacht, dass halt einfach dass die Videos, die duettet wurden und so weiter und so fort, dass da quasi halt so ein großes Duett-Mosaik zu dieser Schweigeminute entstanden ist. Also ne, durchaus da in dem Fall halt ne, ein TikTok-spezifisches Ding, eine Funktionalität genutzt, die aber, würde ich jetzt argumentieren, da durchaus angemessen ist. Hast du da noch? Nee. Yep. Weiter geht's. Okay. Das ist jetzt mehr so eine kurze Zusammenfassung nochmal. Also wie geht's? Die Spezifika der Plattform berücksichtigen heißt halt auch einfach nicht ranzugehen und zu sagen, wir haben da noch ein Konzept in der Schublade oder Inhalte von irgendwelchen anderen Kanälen. Ne? Wir haben ja so ein 60-Minuten-YouTube-Video, das zerstückeln wir jetzt mal in 60 Teile und die posten wir auf TikTok. Das hätte nicht funktioniert. Also ne, es ist schon klar, wenn man auf TikTok gehen möchte, dann muss man auch bereit sein, TikTok-Content zu machen und den spezifisch für die Plattform zu entwerfen. Die Balance zwischen Belehrung und Anbiederung hast du auch gesprochen. Das ist sicherlich auch wichtig und da diesen eigenen Weg finden. Und das ist super wichtig natürlich, ist auch ausprobieren. Also gerade wenn man jetzt noch nicht so die Erfahrung mit der Plattform hat, dann muss man auch mal scheitern. So, und wir haben halt so einen Trainingsaccount gemacht, wo wir immer wieder ermutigt haben, so macht auch mal was, auch wenn ihr denkt, das wird nichts. Ne? Macht's trotzdem mal. Also diese Erfahrung, einen Clip gemacht zu haben, bei dem man dann hinterher sagt, so nee, das könnten wir auf keinen Fall posten, ist total wichtig, um so die Grenzen irgendwie auch auszuloten, wo man dann am Ende doch bei gutem Content, der funktioniert, rauskommen kann. Kurze Übersicht, wenn ihr Markt fotografiert euch das eben ab, damit ihr euch dann auch die Accounts mal angucken könnt. Also das sind die Gedenkstätten bzw. Museen, also das Jüdische Museum ist auch dabei, die dann auf TikTok sich einen Account eröffnet haben und den auch bespielt haben. Am aktivsten sind jetzt schon immer noch Neuengamme, Mauthausen und Bergen-Belsen. Die sind da so diejenigen, die das am stärksten dann auch weitergeführt haben. Ja, Iris, dann erzählst du, was dabei denn jetzt rumgekommen ist. Genau, warum sind wir denn auf TikTok? Und das erzählt Daniel so schön. Magst du mal das linke starten? Yep. I saw this headline recently and I thought it was quite interesting. It's talking about this study from the Arrows and Archives here in Germany. They found out that 16 to 25-year-olds are much more interested in the Nazi era than their parents' generation. What they also found was that people were able to draw analogies with current problems in society like racism and discrimination. As a concentration camp memorial that tries to reach young people through our TikTok account, we'd be interested to know your thoughts. Have you noticed these trends? Let us know in the comments. Und gern noch das andere. So, why is a concentration camp memorial on TikTok? Well, if we look here, we can see that actually 48% of young people in the US can't even name a single concentration camp. And in other countries, it's not much better either. That's why we decided to create this TikTok to help spread awareness of what goes on here at the memorial and also educate people about the history of the camp.
Genau, was Daniel, unser Creator, hier mitgeteilt hat, ist eben, zwischen welchen Polen wir uns bewegen. Zum einen eben wollen wir die junge Generation Z erreichen, die eben total interessiert sind laut der Studien, aber eben auf andere Art und Weise über die NS-Zeit informiert werden wollen und eben eigene Schlüsse ziehen wollen. Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die überhaupt gar kein einziges Konzentrationslager kennen. Und Neuengamme ist jetzt auch nicht gerade das Bekannteste. Das heißt, einer unserer Ziele war, Neuengamme einfach bekannter zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir auf Englisch da sind. Und das ist auch der Grund, warum wir solche TikToks machen, wie ihr sie jetzt gerade gesehen habt. Das heißt, wir sprechen die Leute direkt an und bitten sie darum, ihre Meinung zu nennen. Also keine Wissensabfragen, sondern einfach direkt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das hat in dem Fall total gut funktioniert. Das heißt, warum sind wir auf TikTok? Weil wir zum einen eben die Relevanz dieses Mediums für die Generation Z nutzen wollen, weil wir eben eine junge internationale Zielgruppe erreichen wollen und die Sichtbarkeit des Themas NS in der Generation Z erhöhen wollen, aber eben auch den Bekanntheitsgrad der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erhöhen wollen. Das hat auf jeden Fall, würde ich sagen, funktioniert. Genau. Was bieten wir also? Wie sind wir vorgegangen? Vielleicht zeige ich euch mal unser allererstes Video. Das ist das Rechte. Hi, I'm Daniel. I'm from Holmeschapel in England and I'm just walking through the gates of a former concentration camp. It's called Neuengamme and for a year I'll be volunteering here. When I heard I'd be spending my volunteer year here, I'd never heard of the concentration camp before, and therefore I had so many questions on my first day when I arrived. That's why me, Solomir from Ukraine, and Justin from Australia decided to create this TikTok to talk about what goes on here at Neuengamme. But first, a bit about me. Genau, und jetzt geht's wieder von vorne los. Also wir haben einen Loop kreiert, das haben wir von euch gelernt, wir sollen ja Loops kreieren. Super. Dankeschön. Okay, also was bieten wir, was machen wir? Unser grundlegendes Kommunikationskonzept ist tatsächlich, besteht darin, unsere jungen Freiwilligen erzählen zu lassen von ihrer Arbeit, von ihren Gedanken, von ihrem wachsenden Wissen über das Lager und damit die Sicht von Freiwilligen auf die Gedenkstättenarbeit zeigen. Das ist eine andere Form von Personalisierung natürlich. Und das ermöglicht es uns eben, Themen anzusprechen, ohne zu trivialisieren oder ohne emotional überwältigend zu sein. Und wir sind eben hoffentlich eine ehrliche, direkte, informative Stimme auf Augenhöhe. Und wir versuchen in unserem Account, wir haben inzwischen so 80 Videos, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Geschichten über das Leben der Freiwilligen und die Arbeit der Gedenkstätte, Storyline A, und auf der anderen Seite Geschichts- und Informationstalks, Storyline B sozusagen. Und in dieser Storyline B gibt es eben auch wiederum zwei verschiedene Contents. Zum einen grundlegende Informationen über die Geschichte des KZ Neuengamme und auf der anderen Seite tiefer thematisch einzusteigen. Und dass das durchaus funktioniert, haben wir zum Beispiel da gesehen. Gerade letzte Woche hat einer unserer Guides mich angesprochen, dass dieser Guide zum Beispiel auch relativ häufig angesprochen wird von jungen Leuten, die er begleitet im Rahmen von Schulklassenführung, dass sie ihn dann Sachen gefragt haben, wo der Guide gesagt hat, wie kommst du jetzt darauf? Und dann haben sie gesagt, na, das haben wir auf eurem TikTok gesehen. Das heißt, die jungen Leute gucken es wirklich an und nehmen die Fragen, die sie vielleicht haben. Zum Beispiel haben wir eine Sache gemacht über die Aktion F14F13 und das hatten sie nicht genau verstanden, weil es war ja auch auf Englisch und haben den Guide gefragt. Das heißt, wir erreichen sie, glaube ich, schon. Außerdem wollen wir unsere Community mit neuen Informationen überraschen, die sie so vielleicht nicht kannten, zum Beispiel 14F13 oder eine queere Holocaust-Geschichte. Und wir gestalten Inhalte persönlich und erzählen halt kurze Geschichten. Genau, und dadurch wollen wir einen Rahmen bieten für Reflexion und eine direkte Ansprache wählen, habt ihr ja schon gesehen. Und wir haben innerhalb von 5 Wochen halt 15.000 Follower gewonnen für ein History-Thema eines eigentlich total uncoolen Accounts. Nicht nur, dass der Guide erzählt hat, sie werden darauf angesprochen, also auch letzte Woche hat mich eine unserer Besucherservice-Kollegen angesprochen, eine Mutter hat mit ihm gesprochen, die mit ihren beiden Kindern gekommen ist und die sagt, oh Mann, ich musste hierher kommen, weil meine Kinder wollten hier unbedingt hin. Also insofern... Genau, was haben wir außerdem gemacht? Vielleicht das linke Video auch nochmal sehen. Wir haben nämlich mit Influencern oder Creatern zusammengearbeitet, indem wir eben Content abwechslungsreich gestaltet haben. Also wir machen nicht nur mit unseren Freiwilligen, obwohl das auch schon spannend genug ist, sondern wir haben auch die dritte und vierte Generation von Survivors eingebunden, das heißt die Young Amical, und haben eben auch Content mit diesen Personen gemacht. Das war uns eben auch wichtig, dass wir sozusagen nicht nur diesen Außenblick haben, sondern eben auch mit Menschen zusammenarbeiten, die ein sehr viel persönlicheren Bezug haben. Oder wollen wir das auch noch zeigen? Oder sind wir schon, ja, haben wir schon zu viel gesprochen? Nee, das gesprochen? Zeigen wir noch. Genau, das mit Frau Löwenherz auf jeden mit Fall Frau Löwenherz. Ja. Just sharing my new coat patch.
Aunt Karen is spot on. I'm just going to add some historical perspective. I think it's safe to assume that the people who are patching these stars onto their jackets aren't actually Jewish, because at most anti-vaxxers see themselves more as political dissidents. But since they're so keen on comparing themselves to the victims of the Nazis, let's see what actually happened to people if they opposed the regime back then. They would have arrived at a concentration camp in a wagon just like this. Stacked into a cart with 80 other people for 3 days and no bathroom. Forced to sleep in tiny barracks, people were literally stacked on top of each other. Being forced to work under horrendous conditions, for example shoveling clay, they often only had a life expectancy of a couple of weeks. When they died, they weren't buried. They were cremated and the ashes were just dumped onto the campsite. So today, these memorial walls are all that their descendants have left of them. That is what you're comparing yourself to when you wear an unvaccinated Star of David. So next time, just don't. Das heißt, man kann sich auch positionieren. Also man muss nicht nur Informationen machen. Und das hat Frau Löwenherz hier gemacht, indem sie bei uns ein Video gedreht hat. Okay, magst du die nächste Seite machen? Mhm. Storytelling in 60 Sekunden ist natürlich nicht einfach. Klar. Und die großen Fragen, die wir uns gestellt haben und die wir uns auch immer noch stellen, ist, wie verdichte ich denn Informationen, ohne unangebracht zu verkürzen? Und wie geht ausführliches Storytelling auf der anderen Seite, ohne die Community-Regeln von TikTok zu missachten? Und wie kann ich althergebrachte passive Formulierungen eigentlich aktiv machen, um sie so besser konsumierbar zu machen, obwohl konsumierbar in diesem Zusammenhang natürlich auch ein schwieriges Wort ist. Wie überwinde ich den Algorithmus, dass unsere Videos überhaupt angezeigt werden? Und welche Sprache finde ich denn für ein gegenseitiges Verstehen? Ich habe zwei Beispiele, aber wahrscheinlich zeige ich nur eins davon, weil die Zeit ja schon vorangeschritten ist, mitgebracht von schwierigen Content. Warum schwierig? Die haben beide sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit generiert. Das Rechte hat über 500.000 Aufrufe und über 300 Comments bekommen. Und das Linke ist sogar von TikTok mehrfach gesperrt worden. Die Community gesagt hat, das finden wir ist eigentlich nicht angemessen, wie ihr das macht. Wollt ihr davon mal eins sehen? Welches denn? Ja, nee, wir haben ja noch genug Zeit. Ich glaube, wir können beide zeigen. Fangen wir mal hiermit an. Okay, das ist das unser berühmtestes, ja. This is the uniform that all the prisoners had to wear, and this meant that they all looked the same. However, despite all looking identical to one another, the prisoners were actually treated differently based on nationality. So if all the prisoners looked the same, how could someone tell where a prisoner came from? Well, here we see a red P, meaning that this prisoner came from Poland, as well as other countries being represented. Habt ihr gemerkt, warum das schwierig sein könnte? Also in den Kommentaren, wir haben es auch erst mitgekriegt, als die ganzen Kommentare waren, die haben nämlich, irgendjemand hat behauptet, er würde rightfully sagen. Das heißt, die Prisoner wurden rightfully so getreated. Also das war total richtig, wie es war. Hat er natürlich nicht gesagt, er hat actually gesagt oder so. Aber dadurch, dass der Algorithmus von TikTok fördert, wenn viel kommentiert wird, wurde er halt immer mehr und mehr gesehen, dieses Video. So, und auf die Art und Weise hat es halt so viele Views bekommen. Und das andere ist wiederum das, was eben gesperrt worden ist, weil Leute gesagt haben, das sei unangemessen, weil es irgendwie wie ein Drinking Game ist. Zeige ich auch noch mal kurz. Name a Nazi concentration camp. Auschwitz. Dachau. Treblinka. Buchenwald. Sachsenhausen. Neuengamme. What's that? Never heard of it. Neuengamme is a district of Hamburg, the largest city in northern Germany. The Neuengamme concentration camp was originally a subcamp of Sachsenhausen. But after a visit by SS leader Heinrich Himmler, it became its own independent camp. The concentration camp existed from 1937 to 1945 and was the largest camp in northwestern Germany. It had over 80 subcamps, shown in blue on this picture, and around 100,000 people were imprisoned here, with around 42,900 people not surviving. Now, can you... Wieder ein Loop. Name a Nazi Concentration Camp. Okay, ich weiß ja nicht, ob ihr das auch so problematisch findet. Wir wollten damit eben sagen, okay, Neuengamme kennt keiner. Ne? Wenn man sagt, nennt ein großes ehemaliges Konzentrationslager, ist es nicht Neuengamme. Und unsere beiden jungen Creator wurden eben angegriffen, deswegen, weil sie zu fröhlich sind. Und das ist sowieso etwas, wo ich als Gedenkstätten, als Chefin von den beiden, total aufpassen muss, dass die beiden nicht so sehr ins Visier von Menschen kommen, die sie dann halt beleidigen. Das ist leider ein großes Problem. Dadurch, dass so viel kommentiert wird, sind es natürlich nicht nur nette Kommentare, sondern eben auch, dass die beiden persönlich angegriffen werden. Und das ist etwas, was man eben vorher, was ich vorher so auch nicht wusste. Aber das nur am Rande.
Genau, ansonsten ja, wollte ich jetzt noch so ein bisschen was über weitere Formatansätze erzählen, die so ganz gut funktionieren, auch bei den anderen Accounts. Und das ist einmal wirklich so diese, ja, diese Snackable-Information, ne? Also die wirklich so eine sehr abgeschlossene kleine Informationen transportieren, dementsprechend auch kurz sind. Also das ist natürlich auch mal so eine Balance, ne? Also das halt schon die, also je länger ein Video ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bis zum Ende geschaut wird. Andererseits ist es natürlich auch wirklich schwierig, in 15 Sekunden irgendetwas zu erzählen, was erzählenswert ist. Das sind jetzt so zwei Beispiele, die sind ein bisschen länger als 15 Sekunden, aber sie sind doch relativ kurz und knapp und die haben auch gut performt, beide. Würde ich mal kurz hier zeigen. Einmal Mauthausen, einmal Bergen-Belsen. Used to be no. filled with beds. Hundreds of people had to sleep here and live here together. We're inside a former prisoner's barrack at Mauthausen Concentration Camp Memorial. This image shows you how cramped the barrack used to be. Und hier noch eins von Bergen-Belsen. Was bedeuten diese kleinen Steine? Diese Frage wird uns von BesucherInnen ganz häufig gestellt. Hier auf dem Gelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen sieht man überall auf Schildern, Stelen, Gedenksteinen und Gräbern kleine Steine, die von BesucherInnen dorthin gelegt werden. In Bergen-Belsen sind viele jüdische Opfer des Konzentrationslagers begraben. Kleine Steine auf ein Grab zu legen, ist als Geste des Gedenkens an Verstorbene auf jüdischen Friedhöfen üblich. Genau, also das sind jetzt Videos, ne, wo das, was an Informationen oder Wissen transportiert wird, begrenzt ist. Aber ich würde auch immer sagen, also in diesen Formaten kann man Impulse setzen. So. Und wenn jemand sagt, okay, das interessiert mich, ist das vielleicht ein Anstoß, sich dann mit der Thematik auch noch weiter zu beschäftigen oder halt eben dem Account zu folgen und dann in anderen Clips dann auch noch mal ein bisschen andere Aspekte zu erfahren, mehr zu erfahren. Und ich denke, so muss man das teilweise auch begreifen. Ne? Also so eine Mischung aus wirklich ja, Storytelling und Wissensvermittlung einerseits, aber halt eben auch nur ab und zu mal knappe Impulse setzen. Etwas anderes, was natürlich gut ist, wenn man irgendwo ansetzt bei etwas, was schon bekannt ist beim Publikum. Also zum Beispiel beim Jahrestag der Befreiung Auschwitz, 27. Januar. Und das war jetzt hier eine Stitch-Challenge, die dazu von ja, Neuen Gamme gestartet wurde. Und hier ist das jetzt hier die Antwort von Bergen-Belsen darauf. Auschwitz was liberated. But what happened in other camps on that day? Nach der Befreiung von Auschwitz dauerte es noch über 11 Wochen, bis auch schließlich das Konzentrationslager Bergen-Belsen am 15. April 1945 befreit wurde. Auf sogenannten Evakuierungstransporten und Todesmärschen brachten die Nazis schon seit Ende 1944 viele tausend Häftlinge aus frontnahen Konzentrationslagern nach Bergen-Belsen und in andere Lager. Leo Koretz, ein 16 Jahre alter jüdischer Häftling im Austauschlager, schrieb in sein Tagebuch: Der 27.01.1945. Die Nachrichten von der Front kommen in immer schnellerem Tempo und bereiten uns allen Freude und Hoffnung. Die Gruppen aus Auschwitz kommen weiter ins Lager. Die Menschen sind in einem erschütternden Zustand. Es ist jetzt sehr kalt. Das Leben in unserer Baracke, 16, ist unerträglich. Das Wasser dringt unaufhörlich durch die Decke. Alles ist nass und voll Schlamm. Manchmal wird auch ein Eimer mit ausgeschüttet. Das Leben in der Baracke ist zur Hölle geworden. Bis zum 5. April starben noch knapp 35.000 Häftlinge durch Gewalt, Hunger und Krankheiten in Bergen-Belsen. Mehr als 14.000 Häftlinge sterben noch an den Folgen der Haft. Also das, also die Beispiele, die wir jetzt hier zeigen, die waren auch alle immer relativ erfolgreich. Die hatten ganz gute Reichweiten, also erfolgreich im Sinne von Reichweiten. Man kann natürlich immer noch diskutieren, was die Parameter des Erfolgs dann am Ende sind, aber die haben auf jeden Fall gut performt. Ich würde jetzt noch mal ein anderes Beispiel zeigen. Da geht es jetzt halt auch wieder um eine Referenz, diesmal auf ein popkulturelles Phänomen, nämlich den, ja, also ihr seht selbst. When someone refers to this as pajamas instead of prisoner uniform or prisoner garb. How did we get here? Here's one answer. About a third of teachers in England use a made-up story to teach about the Holocaust in the classroom. Worldwide, The Boy in the Striped Pyjamas is one of the most popular movies and books that is used to talk about the Holocaust in the classroom. You can talk to any of my colleagues at Mauthausen Memorial and they'll tell you that the story of The Boy in the Striped Pyjamas often leaves visitors with problematic misconceptions. Studies like this back up our hands-on experience. The movie is, for example, prone to evoke
misplaced sympathy for Nazis and some viewers excuse or victimize the perpetrators. Yes, students know it's a work of fiction. They're real good at pointing out plot holes. Yes, fictional stories are useful to introduce difficult subjects to teenagers. But when there are so many high-quality books, testimonies and good movies, primarily using a fictional story to teach about a historical event like the Holocaust is problematic. And in my opinion, maybe we should move on. The Guardian outlined some of the consequences. I noticed them in the language people use. For example... Da wäre wieder ein Loop gewesen. Und ja, also es sind jetzt beides für TikTok schon lange Clips gewesen, ne? Und dennoch haben die halt gut funktioniert, weil offensichtlich diese Referenz auf etwas Bekanntes die Relevanz sichtbar gemacht hat und die Leute dann halt schon, also ja, die NutzerInnen Lust hatten, sich das dann auch bis zum Ende anzuschauen. Zumindest ein guter Teil davon. Das andere ist, dass die Entscheidung, ob ich jetzt eben ein Video mir angucke weiter oder ob ich direkt weiter scrolle, ja sehr, sehr schnell in den ersten Sekunden getroffen wird. Das heißt also, wir müssen auch gucken, dass es idealerweise Aufmerksamkeitsanker zu Beginn gibt. Das ist jetzt hier ein Beispiel von Willatin Hompel aus Münster, wo es halt eben mit einer ja, provokativen Einstiegsfrage gemacht wurde. Ich spiele das auch nochmal an. Kannst du erkennen, wer auf diesem Foto das einzige jüdische Mädchen ist? Nein? Kleiner Tipp, man kann es natürlich gar nicht erkennen. Auf dem Foto seht ihr die Klasse einer katholischen Schule aus Münster. Eins der Mädchen ist die Jüdin Henriette Herz. Henriette Herz wurde 1913 in Münster geboren. Als sie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 keine Lehrstelle fand, wollte sie eigentlich in die USA ausreisen. Nach dem Tod ihrer Eltern und den beginnenden Deportationen von Jüdinnen und Juden tauchte Henriette Herz im Rheinland unter und schaffte es, bis Kriegsende dort in der Illegalität zu überleben. Um ihre Geschichte zu erzählen, ist sie heute Teil unserer Ausstellung in der Villatin Hompel und in Münster ist sogar eine Straße nach ihr benannt. Genau, aber dieses Beispiel, nämlich diese Frage, wer ist hier die Jüdin, war geradezu eine Einladung, eine Vorlage für antisemitische Kommentare, was man sich wahrscheinlich auch denken kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir als nächstes ansprechen wollen. Genau. Und zwar die Reaktion der Community sind natürlich unterschiedlich. Ich habe euch einfach mal ein paar allgemeine Kommentare, was eigentlich so kommentiert wird, unseren Videos gezeigt. Das sind natürlich ganz positive Beispiele, aber eben auch, und das ist auf der rechten Seite der Fall, da müssen wir ganz genau überlegen, wie und ob und auf was reagiert wird, wo wir löschen, wo einfach nur ein dummer Kommentar gemacht wird oder wo eine rassistische oder antisemitische Agenda dahinter steckt oder wo eben Gegenrede wichtig ist. Am Anfang hatte ich euch ja ein Beispiel gezeigt von Frau Löwenherz, die eben Gegenrede gemacht hat. Genau, zum Glück haben wir dann gefunden, dass es auf TikTok die Möglichkeit gibt, Buzzwords zu haben, sodass manche Dinge halt tatsächlich von vornherein gar nicht erst angezeigt werden, weil wir das natürlich nicht, Holocaust-Leugnung und Verzerrung wollen wir ehrlich gesagt nicht auf unseren Kommentaren haben. Und da sind so ein paar Beispiele auf der rechten Seite. Und das war für mich auch ein total großer Lernprozess, weil ich natürlich die Sprache der Generation Z und die Abkürzung antisemitischen und rassistischen so eigentlich gar nicht kannte. Insofern war es ein, weiß nicht, ob das ein guter Wissenszuwachs war, aber war einer. Ja. Ja, also damit haben wir uns in der Seminarreihe natürlich auch im Vorfeld beschäftigt und sozusagen auf das vorbereitet, was da kommt. Und auch so Codes dann, ne, wie die Blue Cap Emoji zu kennen, was halt eben nur so als ja, Symbol für Lügner verwendet wird. Das sind natürlich auch alles so Sachen, auf die man sich dann, ja, so, womit man sich vertraut machen muss, um dann da auch entsprechend überhaupt das erkennen zu können, um dann adäquat drauf reagieren zu können. Kommen wir auch schon zu unseren... Genau, kommen wir schon zu unserer letzten Folie. Learnings. Genau, wie ihr an unserem Vortrag schon gemerkt habt, haben wir herausgefunden, dass die Generation Z, die auf TikTok aktiv ist und uns folgt, viel Interesse hat, viele Fragen hat, eine hohe Kommentierfreudigkeit hat, also ganz anders auf allen anderen Social-Media-Accounts. Und gut funktioniert hat eben diese Mischung aus grundlegenden Informationen und überraschenden Fakten, so nach dem Motto Hashtag Untold, das ist neu, das ist überraschend. Und traditionelles Video-Storytelling halt nicht so gut funktioniert. Und ganz besonders gut funktioniert eben die direkte Ansprache und die Aufforderung, eine eigene Meinung zu sagen, ohne eben zu judgen. Deswegen natürlich keine Meinungsnachfrage nach irgendwelchen Fakten, sondern eben eher das, was wir gezeigt haben. Okay, seid ihr wirklich mehr interessiert an der NS-Zeit als eure Eltern? Und daraufhin kann jeder was sagen. Und
Interessant war auch, dass Imperfection Trumpf ist. Also das heißt, die Personalisierung, die dadurch erfolgte Authentizität und Glaubwürdigkeit, führte dazu, dass es total okay war, dass wir nicht ganz so perfekt waren und vielleicht mit dem Ton, das am Anfang nicht so geklappt hat, trotzdem hat man uns gefolgt und man merkte, okay, da ist ein ehrlicher Account dahinter. Und was wir noch gelernt haben, war eben zu Anfang dieser hohe Monitoringbedarf, hatten wir euch ja schon erzählt. Genau, ja, das, also Iris hat das jetzt eher so aus der Perspektive eben der Gedenkstätte erzählt, die Learnings. Für uns war es natürlich auch nochmal spannend zu gucken, in Richtung, ja, der Konzeption der Seminarreihe und wo hat es halt auch dann am Ende gut funktioniert und was auch eher nicht. Und da war natürlich klar, ne, also das schließt jetzt anders an. Die Creator sind natürlich ganz wichtig. Also wenn man da Leute hat, die auch mutig an die Sache rangehen, die jetzt nicht so große Angst vor Fehltritten haben, die da auch Spaß dran haben, das ist natürlich eine total grundlegende Voraussetzung. Einfach nochmal, weil halt auf TikTok eben diese Differenz zwischen Inhalt und Person, die den Inhalt sendet, so nicht existiert in der Form. Und das Feedback von der Zielgruppe, das gab es natürlich quasi eher auch nach Veröffentlichung der Inhalte. Wir haben aber auch geguckt, dass wir das in der Seminarreihe schon vorher einholen und mal so eine Mini-Fokusgruppe eingeladen haben und denen mal Content gezeigt haben, der da schon vorbereitet war, um da einfach auch mal eine Meinung zu bekommen. Und das hat, glaube ich, auch schon nochmal sehr geholfen, um da nochmal so ein paar Sachen, ja, fein zu tunen und ein paar Dinge zu überarbeiten und nochmal so, ja, einfach sehr wertvolle Tipps wirklich nochmal zu bekommen von denen, die es jetzt wirklich nutzen, so, ne, einfach die Plattform in ihrem Alltag. Über die Aufmerksamkeitsanker hatten wir auch ein bisschen gesprochen und das ist für mich nochmal so ein Punkt, der auch in einer abstrakten Form vielleicht sich auf Kommunikation allgemein übertragen lässt. Wenn man so davon spricht, dass die jüngeren Leute, die jetzt halt TikTok nutzen, da so schnell entscheiden, was sie interessiert und was nicht. Manchmal, wenn Leute darüber reden, habe ich so ein Gefühl, da gibt es so einen verächtlichen Unterton, ne? Dass das so eine generationelle Konzentrationsstörung wäre, die da irgendwie so kollektiv in dieser Zielgruppe existiert. Und ich würde das tatsächlich so ein bisschen zurückweisen, denn also ich würde sagen, das ist ein hochrationales Verhalten. Also wir haben jetzt einfach nicht mehr die Situation, dass da so eine Tageszeitung einfach vor die Türschwelle geworfen wird und man holt sie sich zum Frühstück rein und scannt irgendwie mal so die Überschriften und vielleicht nochmal die Teaser-Texte und kann dann so den Tag über entscheiden, welchen Artikel lese ich ganz und kann das ganz in Ruhe machen. Wir haben halt auf unterschiedlichen Plattformen, größtenteils von Algorithmen, zwar vorkuratierte, aber dennoch extrem hohes Angebot an Informationen und man muss quasi, um dem Herr zu werden, sehr, sehr schnell entscheiden, was ist für mich relevant. Und insofern sollte man vielleicht nicht hingehen und sagen, also mein Gott, die gucken sich ja die Videos immer nur 3-4 Sekunden an und dann scrollen sie weiter, ne? Sondern das für sich als Aufforderung verstehen, Relevantes direkt in den Anfang zu stellen und ja, auch zu gucken, dass man halt von vornherein halt ein Interesse weckt und ja, sich da so ein bisschen auch drauf einlässt. Und ich glaube, das ist auf TikTok extrem wichtig, das kann aber auch durchaus ein Learning sein, von dem man dann auch in der anderen Kommunikation profitieren kann. Und jetzt haben wir uns die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass wir viel zu lange brauchen werden und haben uns jetzt total beeilt, aber jetzt haben wir dann auch noch dafür reichlich Zeit, mit euch zu diskutieren und eure Fragen zu beantworten. Deswegen hoffe ich sehr, dass es welche gibt. Genau, nicht nur Fragen, sondern mich interessiert total, ob ihr meint, dass es eine gute Idee ist, diese Plattform zu nutzen, was für Challenges wahrscheinlich noch auf uns zukommen, welche Herausforderungen noch auf uns zukommen und wie ihr unseren Content einschätzt, ob uns das Spagat einigermaßen gelungen ist. Also ich bin total neugierig, ihr als Fachpublikum, was ihr dazu sagt. Dankeschön. Ja, ich bin leider ein bisschen später gekommen, deswegen weiß ich nicht, ob ich es vielleicht am Anfang gesagt habe, aber mich interessiert so ein bisschen, man hört ja immer wieder, dass TikTok so Blacklists an Wörtern benutzt und so weiter, ob das in eurer Arbeit auch zu einem Problem geworden ist schon, also ob ihr da probiert, irgendwie Worte zu vermeiden oder ob ihr die Gefahr seht, dass es noch zu einem Problem werden könnte. Magst du? Genau, also wir arbeiten halt dadurch, dass wir am Anfang das Seminar mit TikTok gemacht haben, haben wir eben auch diesen Haken bekommen und eine persönliche Ansprechpartnerin und wir können tatsächlich alle Worte benutzen. Aber es gab tatsächlich auch, während wir noch dieses Projekt hatten, eine Berichterstattung darüber, dass so Begriffe wie Arbeitslager, Konzentrationslager tatsächlich gefiltert wurden. Und dann, also jetzt saßen wir da direkt an der Quelle nochmal nachzufragen, was es damit auf sich hat und das Problem wurde behoben, also das war so die Erklärung, die wir dafür hatten, dass da halt das englische Schimpfwort Slack
drin steckt, also bei Arbeitslager, ne? Und dass das halt irgendwie rausgefiltert wurde. Und ich denke halt, bei sowas ist es total wichtig, auch schon immer noch zu gucken, also sowas zu beobachten, ja, und auch zu schauen, was ist auf dieser Plattform halt auch, also was gibt es da teilweise für ja, Phänomene, die man halt auch kritisch dann irgendwie beleuchten muss und da dann eventuell halt auch das publik zu machen, um da halt dafür zu sorgen, dass dann da ja eine Reaktion wieder erfolgen muss. Ja. Mehr in den Mund, okay, sorry. Johanna Rüdiger, Deutsche Welle, wir haben auch ein paar TikTok-Accounts und machen auf einem auch eine Serie Jewish Life in Germany and Berlin und stellen uns da auch immer ähnlichen Fragen. Und deswegen fand ich es auch super, dass ihr jetzt Beispiele mitgebracht habt, wo ihr euch selber vielleicht nicht so sicher wart oder wo es schwierig war, weil genau die Diskussion haben wir auch immer, weil TikTok eben, die Sprache ist so high energy und fröhlich und bestimmte Sprachmechanismen, die man befolgen muss, die aber dann vielleicht nicht zum Thema passen oder zum journalistischen Ansatz bei uns. Und das ist eine Diskussion, die wir auch noch nicht so ganz gelöst haben. Habt ihr da jetzt irgendwie eine Checkliste, Richtlinien oder nach diesen beiden TikToks euch irgendwie überlegt, wie ihr es noch macht, mit der, dass ihr die Sprache beherrscht und mitmacht, aber trotzdem eben nicht in diese Probleme kommt? Genau, es ist ja ein Learning by Doing und wir haben uns tatsächlich Regeln aufgestellt jetzt intern, was wir machen und was wir nicht machen, zum Beispiel welche Schnelligkeit wir benutzen und zum Beispiel das, was ihr in einem dieser Videos gesehen habt von Mauthausen, wo eben ein historisches Foto benutzt worden ist, unkommentiert, zum Beispiel das machen wir nicht. Also wir haben gesagt, keine historischen Fotos, die als Illustration dienen. Also wenn wir historische Fotos zeigen, dann immer, weil wir auf das Foto eingehen und darüber was erzählen. Also wir haben uns tatsächlich so ein paar Regeln gegeben und dass es bestimmte Musiken nur als Hintergrund Grundmusiken gibt, aber auch das ist total interessant, weil die Community wirklich in Diskussion über Musik dann kommt. Warum habt ihr diese Musik benutzt? Was wollt ihr damit aussagen? Denn das ist das Spannende an TikTok, sind eben diese ganzen vielen verschiedenen Layers, die es gibt. Weil, wissen Sie ja selber, was du auch am Anfang erzählt hast, dass man eben mit allen möglichen Dingen etwas aussagen kann. Das heißt, man muss sich wirklich Gedanken machen, welche Musik, welche Farbe, welche Sprache, und das ist viel also komplizierter und komplexer, als es im ersten Moment erscheint. Und so einfach mal, wir gehen mal auf TikTok, so ist das nicht. Also das ist, wir haben tatsächlich 5 Seiten Regeln. Ich finde es auch Guidelines. Total spannend, dass du das sagst, dass da auch diese Unsicherheit auch schon, wenn man es nutzt, nicht unbedingt sofort dann weggeht, ne, sondern dass man immer wieder sich mit diesen Fragen selber konfrontieren muss. Und da war diese Seminarreihe auch, das waren so für uns auch als diejenigen, die es konzipiert und organisiert haben, super spannend, wo wir uns mal zurückgelehnt haben und gesagt haben, so okay, jetzt haben halt hier quasi Peers die Möglichkeit, untereinander diese Fragen zu diskutieren. Also ne, was ist jetzt an Musik, also so diese typischen Violinen-Klänge, ist das angemessen oder nicht? Und halt einfach in diese Diskussion einzusteigen. Und ich glaube, was total hilft, wäre es halt wirklich mit anderen, die auch in diesem Feld dann ähnliche Arbeit machen oder auch sich da versuchen, da so ja, Diskussionsräume zu schaffen, um dann diese mit der Unsicherheit nicht alleine zu sein, sondern sich da auch zu auszutauschen. Ich glaube, das ist am produktivsten. Und sich zusammenzutun, ne? Das fand ich auch so spannend, dass wir gemeinsam Challenges oder Stitches machen können und so eben auch eine größere Aufmerksamkeit vielleicht gegenseitig bekommen. Genau, wir haben auch immer noch so einen Stammtisch quasi als also mit den Alumnis dieses Projekts, um dann immer mal wieder so darüber zu sprechen, was passiert gerade bei uns und ja, genau, und dann auch gemeinsame Aktionen zu überlegen. Bin doch die falsche Seite gelaufen. Hallo, Romy Geiger, Logo, Kindernachrichten. Interessantes Thema. Wir überlegen auch immer, wie vereinfachen und reduzieren wir und machen nichts falsch. Eine Frage habe ich zu eurer Community. Habt ihr da hauptsächlich positive Erfahrungen? Wie geht ihr mit Hate Speech, Shitstorms? Gibt es das bei euch? Wie geht ihr damit um? Also einen Shitstorm hatten wir so auf TikTok noch nicht. Ich hatte euch ja gezeigt gehabt, ein paar Beispiele. Das ist natürlich auch schwierige Kommentare gibt und Kritiken gibt, aber das war alles handelbar bis jetzt mit der Community. Und interessant fand ich eher, dass am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir natürlich so eine Persona uns überlegt, wen wir eigentlich erreichen wollen, so 17-jährige weibliche History-Geek, deswegen eben unser erstes Video mit Harry Styles. Aber im Endeffekt haben wir jetzt 56% männlich und das ist eher so 18 bis 24. Also es ist tatsächlich ganz was anderes gekommen. Da gucken wir natürlich immer, dass wir auch schauen, was für ein Content interessiert unsere Community und wen erreichen wir eigentlich womit. Eigentlich ist es ein total gutes Learning.
Hallo, Eike Stegen vom Haus der Wannsee-Konferenz. Ich war auch Teil von diesem TikTok-Beginn, zu gucken, wie das für Gedenkstätten funktionieren kann, von dem du, Henning, von dem du, Iris, gesprochen hattet. Und weil es jetzt gerade keine Wortmeldung gab, will ich nur ganz kurz sagen, auch bei den Beispielen, die ihr jetzt gezeigt habt, zeigt sich für mich wieder, warum wir vom Haus der Wannsee-Konferenz das nicht hinbekommen haben. weil ich das nicht schaffe, so imperfekt zu sein. Das klingt total arrogant und das ist es auch, weil wenn aus der Villa ten Hompel, ja, die Frau jetzt sagt, schaut, wer ist auf diesem Foto, vielleicht jüdischem, dann spricht sie von Machtergreifung. Also dass nach der Machtergreifung das und das passiert ist. Und da trage ich als 50-Jähriger sozusagen Diskussionen aus den 80er, 90er, Nuller, 10er Jahren mit mir rum, von sozusagen auch Errungenschaften in der Bezeichnung von Sachen, die ich so will. Ich will nicht, dass das Machtergreifung ist. Und wo ich merke, dass ich mit der Imperfection nicht zu Rande komme. Also mit dem, und das ist, also um das auch ganz klar zu sagen, das ist toll, dass sie das gemacht hat, dieses TikTok. Und ich wertschätze das super. Und natürlich soll sie Machtergreifung sagen. Aber wenn es auf meinem Schreibtisch liegt, und da liegt es in Wannsee, dann muss ich da erst nochmal in Zwiesprache gehen und so und das skripten, ja, und da viel stärker reingehen. Und dann wird das nichts, weil dann bleibt es eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen liegen und dann so. Versteht ihr? Also das, da trifft sozusagen so eine Form und so eine Sprache auf meine Arbeitsweise und meine angestaubte 50-jährige Realität und was ich sagen will oder nicht will. Und dann ist es schwierig. Wir machen es trotzdem, ne? Also wir haben jetzt vier Dinger in Vorbereitung, aber das geht bei uns alles sehr langsam. Wir sind neugierig. Wir in Neuengamme sind halt ein Team mit drei Freiwilligen und mir und wir setzen uns halt zusammen. Also es ist nicht so, dass ich sie losschicke, hey, macht mal irgendwas, sondern wir setzen uns zusammen, überlegen, was wollen wir machen, planen auch tatsächlich, was gesagt wird. Also tatsächlich ist das so eine Teamarbeit, was Sie wichtig finden und ich habe dann vielleicht die 50-jährigen Ideen, was man vielleicht doch nicht so sagen sollte oder wo man nochmal überlegen sollte. Aber das ist ja auch spannend, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, direkt. Also jetzt nicht nur mit den TikTok-Community, sondern auch mit unseren jungen Freiwilligen, die eben aus drei verschiedenen Ländern kommen, was ich auch wieder spannend finde, eben gerade die Kollegin aus der junge Frau aus der Ukraine, was sie sozusagen für ein Bild hat und was sie vermitteln möchte und so weiter. Also total spannend. Also Teambuilding ist was Spannendes. Hallo. Weil Sie auch nach Feedback gefragt haben, also ich bin zwar wahrscheinlich schon auch zu alt für TikTok oder nutze es nicht privat, aber ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, eben weil die Eingangsfrage ja war, funktioniert es überhaupt, sollte man das machen? Ich glaube, so dass da eben sehr sensibel damit umgegangen wird und rangegangen wird, ist wichtig und eben das Feld nicht den Leuten zu überlassen, die da sich halt sonst so tummeln. Und dass man halt die Teenager dort abholt, wo sie halt sind, weil naja, irgendwie mit der Schule fährt man vielleicht mal in ein KZ, wenn man sowieso in Deutschland oder Europa ist, aber jetzt die amerikanischen Schüler haben vielleicht noch weniger Zugang. Und vielleicht auch auf das Kommentar von gerade eingehen, habe ich mich gefragt, wenn Sie die Schüler dort abholen, wo sie sind, nämlich auf TikTok, gibt es dann irgendwie ein weiterführendes Informationsangebot? Also wenn dann da ist ein 15, 20, 60 Sekunden TikTok, wo informieren die Schüler sich dann weiter? Könnte man dann eben auf die eigene Seite, ne, gibt es einen Blog, gibt es dann die ausführlichen Sachen, wo man dann vielleicht auf die Begrifflichkeiten, die halt in einem 60-Sekunden-Teil gar nicht Platz finden, nochmal eingehen kann und die Leute dann nicht anfangen, wieder auf Wikipedia zu gehen, wieder ganz eigene Diskussionen im Hintergrund geführt werden. Ja klar, also wir haben ja ein Digitalkonzept, wir machen nicht nur TikTok, sondern es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich über Neuengamme zu informieren, sei es auf unserem Blog, sei es bei unserem 360-Grad-Rundgang, wir haben sogar Facebook, also insofern alles mögliche, es gibt eine ganze Auflistung, für welche Zielgruppe wir was anbieten. Und natürlich können die jungen Leute sich informieren weiter und am Anfang hatte ich ja schon erzählt, das machen sie auch. Sie kommen ja auch tatsächlich, wenn sie in der Nähe von Hamburg sind, auch zu uns in die Gedenkstätte, was ich überhaupt nicht erwartet habe und sie sind da. Und die Statistik zeigt eben auch, wir wollten ja die internationale Community erreichen und tatsächlich sind die meisten, die wir erreichen, aus England und dann Deutschland, USA, Schweden, Niederlande. Also es ist wirklich international und das finde ich spannend.
Hallo, ich bin Pauline, Bundesgeschäftsführerin von den Jusos und wir sind jetzt auch gerade ganz frisch auf TikTok gelandet. Deswegen mega spannend, was sie hier so erzählt. Ich bin persönlich auch viel auf TikTok unterwegs und habe euch auch schon ganz oft gesehen und ihr macht da wirklich richtig guten Content. Ich habe zwei Fragen, einmal an euch und dann noch eine technische aus Eigeninteresse. Erstmal an euch. Ihr habt ja erzählt, ihr macht das vor allen Dingen für Jugendliche, aber es sind ja nun, also es wird immer so behauptet, auf TikTok seien irgendwie nur Gen Z, aber es stimmt ja nicht. Also in den USA sind mittlerweile Großteil Millennials auf TikTok unterwegs und auch noch ältere Leute. Habt ihr geplant, da nochmal andere Formate zu machen, extra für die? Oder wollt ihr euch weiterhin auf Jugendliche fokussieren? Weil ich meine, es gibt ja auch genug ältere Menschen, die nicht so viel Ahnung von dem Thema haben. Und die andere technische Frage wäre, würdet ihr empfehlen, dass man immer die gleichen Personen zeigt, damit da quasi so ein Wiedererkennungswert entsteht? Also ich bin leider auch erst später reingekommen, deswegen sorry, wenn ihr das schon erzählt habt. Oder gerade bei so einer Organisation wie von uns macht es auch Sinn, einfach wild unterschiedliche Leute zu zeigen? Jetzt habe ich bei der zweiten Frage jetzt die erste Frage vergessen. Die erste Frage war... Ach, Erwachsene. Ja, genau. Also in Gedenkstätten wurde immer gesagt, wir machen Social Media, um die jungen Leute zu erreichen. Und dann hatte man mit Facebook angefangen. Passt natürlich nicht so richtig. Also das heißt, es ist das erste Mal, dass wir die jungen Leute ansprechen online. Also das heißt, für uns ist es schon was Gutes. Also alle anderen unseren Accounts, Twitter, Insta, Facebook, 360-Grad-Rundgang, Blog, das ist ja alles für Ältere. Und wir haben zusätzlich eben noch auch Gruppen, digitale Gruppenangebote und so weiter und so fort. Und insofern ist da der TikTok-Account tatsächlich der Account, wo wir tatsächlich die jungen Leute erreichen. Und wenn wir uns die Kommentare anschauen und wer dahinter steckt, dann ist es tatsächlich so, die sind 17 bis 24 oder so etwas. Und das ist unsere Zielcommunity für TikTok. Und erstmal habe ich nichts anderes geplant. Zu der zweiten Frage, also ich glaube, es ist grundsätzlich schon sinnvoll, also super hässliches Wort, aber so Corporate Influencer sozusagen schon auch für Organisationen zu etablieren. Also es muss nicht eine Person sein, aber ich glaube, einen festen Stamm von Leuten zu haben, wo es einen gewissen Wiedererkennungswert gibt, macht schon für eine Markenbildung eines Accounts Sinn. Aber ja, das hat natürlich teilweise, also ich würde sagen, das hat ja auch mal organisatorische Hintergrund, ob das dann auch so durchzuhalten ist und da muss man dann vielleicht auch pragmatisch sein. Aber so rein von dem Aspekt würde ich schon sagen, sich ein Team von Leuten zu suchen, die dann immer wieder auftauchen, macht schon Sinn, ja. Ja, unsere Freiwilligen gehen nach einem Jahr wieder und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, wie wir den Übergang von unserem wunderbaren Daniel und Justin und Solomia hinkriegen zu den Nächsten und ich hoffe, dass die Nächsten genauso Interesse haben, aber vielleicht ist das ja interessant für unsere Community, da kommen andere junge Leute, die vielleicht andere Fragen und andere Geschichten erzählen, also insofern sollten wir das eben als positive Challenge betrachten. Die neuen Freiwilligen dann über TikTok einfach. Ja genau, hey, wer möchte Freiwilliger werden? Übrigens, wenn ihr euch noch weiter unterhalten wollt über dieses Thema, kleiner Werbeblock, am 15. Juli in der Gedenkstätte Ravensbrück haben wir ein Barcamp, das Remember-Barcamp. Meldet euch gerne an. Könnt ihr auf unserem Blog auf kzgedenkstätte-neuengamme.de mehr drüber erfahren. Entschuldigung, so am Rande. Ich war mal Freiwilliger in Neuengamme. Und ich wollte fragen, es gibt ja... bestimmte Projekte wie Sophie Scholl zum Beispiel, bei dem man, ne, dieses Instagram-Projekt, in dem Sophie Scholl dann auf Instagram porträtiert wurde von einer Schauspielerin und da gab es groß Kritik daran. Man hatte das Gefühl, es waren Leute am Werk, die eher vielleicht an Reichweite interessiert waren und an ihrer eigenen Perspektive der Story und weniger an historischem Hintergrund. Und ihr habt ja davon gesprochen, dass ihr InfluencerInnen benutzt, also mit Influencern zusammenarbeitet, um eine höhere Reichweite zu schaffen und auch vielleicht um mehr Leute einzubinden. Und meine Frage ist, wie schafft ihr diese Balance zwischen HistorikerInnen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen und beschäftigen und dann aber auch andererseits diese versuchen, eine Reichweite zu erzielen bei Leuten, die vielleicht eben keinen Hintergrund haben in die keinen Hintergrund haben in Bildung, also genau. Genau. Also Reichweite ist nicht alles, hatten wir ja auch am Anfang gesagt. Ne? Also uns geht es nicht darum, es war halt einfach so, wir haben in 5 Wochen 15.000 Follower gekriegt, war halt so. Und dann ist es langsamer gewachsen. Aber das ist nicht unser Main-Fokus, was wir wollen. Und die Zusammenarbeit mit der Influencerin, das hat sie sich so ergeben aus dem Seminar heraus, das war einmalig am Anfang und das war natürlich toll, weil dadurch, dass sie in Neuengamme war und das ein bisschen gefeatured hat, haben wir am Anfang eben sehr viele Leute bekommen. Das war
ganz praktisch. Und ansonsten ist ja unsere Idee gerade, dass die Personalisierung über unsere Volunteers erfolgt und eben nicht über eine historische Person oder so etwas. Und dadurch haben wir eben nicht, können wir uns nicht der Gefahr begeben, dass wir plötzlich im Namen eines KZ-Häftlings sprechen oder so. Machen wir auch nicht. Also im Vergleich zu Ich bin Sophie Scholl. Wir hätten noch Platz für eine letzte Frage. Wenn keine mehr im Raum ist, dann würde ich euch noch für ein Schlussstatement und dann. Wir sagen. Ja, nee, also. Ja, danke. Ich habe so das Gefühl gehabt, die Frage können wir mit Ja beantworten und ich bin auch froh, dass das alles so stattgefunden hat und genau. Folgt uns. Genau, folgt den Accounts. Thank you.